Ja. Ja, das ist jetzt zum Beispiel, da haben wir jetzt die Williams. Es gibt die gelbe Williams und die rote Williams. Die gelben Williams sind schon verarbeitet, die sind ein bisschen früher, das sind die roten Williams. Die roten Williams habe ich von der Steiermark, von Böllauberg, das ist in der Nähe von Hartberg. Und insgesamt verarbeiten wir da derzeit 60 Tonnen. Mit dem LKW ist das eine Fuhre, bringe ich 10 Tonnen her. Da haben wir eben, wie gesagt, die roten Williams, die haben wir da geholt. Jetzt haben wir es bei uns da gelagert und verarbeiten sie jetzt dann eben, wir kommen dann jetzt in das Waschbecken zum Waschen und dann in die Passiermaschine und dann in den Tank zum Vergären. Ja, gutes Obst, das muss eben baumreif sein, also es ist zum Verzehr fast nicht mehr geeignet, weil es schon zu reif ist. Es sollen schöne Früchte sein, also wir müssen es eben durchschauen ein bisschen, die Faulen rausklauben. Und dann muss eben der Stingel entfernt werden. Das geht eben mit dieser Passiermaschine. Der Stingel, das Kerngehäuse wird entfernt. Das funktioniert alles automatisch. Und dass nur mehr der Saft, der reine Birnensaft, eingemeischt wird. Und wichtig ist eben, dass man ganz sauber arbeitet, dass keine faulen Früchte dabei sind und dass das ein sehr reifes Obst ist. Ja, es ist so, also der Beginn ist ungefähr Mitte Juni. Da kommen nochmal zuerst die Kirschen und die Sauerkirschen, die Weichseln. Dann anschließend eben die Marillen, das ist dann so Ende Juli, Anfang August. Und eben dann Mitte August, Anfang September kommen dann die Williamsbirnen. Nach den Williamsbirnen dann im Oktober rein kommen dann noch verschiedene Apfelsorten. Und dann in späterer Folge eben dann Beerenfrüchte, wie Vogelbeeren, Heidelbeeren, Johannisbeeren, alles Mögliche. Die Beeren machen wir dann zum Großteil eben in tiefgekühlter Ware. Das hat den Vorteil, dass wir nicht zeitgebunden sind. Die werden frisch geerntet und werden dann schockgefroren und die kriegen wir tiefgekühlt. Und da habe ich dann eben Zeit, die kann ich dann auch in die Wintermonate eine verarbeiten. Haselnussen zum Beispiel, die kriegen wir auch, die kriegen wir im vakuumiert, also vakuumverpackt. Da sind wir dann auch zeitlich nicht gebunden. Zeitlich gebunden sind wir eben bei den frischen Früchten und da müssen wir eben schauen, dass wir die Zeit einhalten, dass uns die Früchte nicht kaputt oder nicht faul werden und nicht schimmelig werden. Die Bauern, die kennen mich jetzt schon alle, also diese Obstbauern, und die rufen mich dann an und sagen, ja, das und das ist jetzt dann reif, du musst holen kommen und dann fahre ich eben hin und die Marillen zum Beispiel, die werden in der Wachau eingemeischt direkt, weil die Marillen eben täglich aus dem Marillengarten gepflückt werden. Da kann man nicht den ganzen Baum ernten, weil ein Teil ist reif, ein Teil ist nicht reif. Da werden nur täglich die Reifen ausgepflückt und dann werden gleich eingemeischt an Ort und Stelle. Da kriegt man die fertige Maische. Zum Beispiel einen schwarzen Holunder, da fahren wir mit den Maschinen in die Steiermark. Da sind wir dann zwei, drei Tage unten. Die werden vom Feld geerntet, um 4, 5 in der Früh. Und um 8 Uhr in der Früh darf man schon einmaschen. Die schwarze Lunder ist sehr empfindlich, der leitet 5 Stunden Transport von der Steiermark zu uns, ist dann schon kaputt. Ja, da ist er ganz empfindlich. Da muss das ganz frisch verarbeitet werden. Ja, ich mache insgesamt jetzt 46 verschiedene Brände, wobei eben bei den 46 schon also zum Beispiel 5 verschiedene Apfelsorten sind und so, aber es sind insgesamt sind 46 Sorten, was man verarbeiten. Das Obst praktisch wird jetzt verarbeitet, wird jetzt in den Tank rein, praktisch als, nach der Passiermaschine ist das wie ein Saft und das wird dann in den Tank rein. Dann kommen eben die Hefe dazu, eine Reinzuchthefe, dass man einen schnellen, schönen Gärprozess hat. Und da muss man eben aufpassen, dass man eben sauber arbeitet, dass man keine Bakterien, keine Schimmelpilze reinkriegt. Und schauen, dass während dem Gärprozess eben das erhalten bleibt. Also ein bisschen beobachten, die Gärung beobachten und den Ding. Weil sobald man Schimmelpilze drin hat, dann kann man die ganze Maische wegschmeißen. Ja, ich brenne jetzt seit 35 Jahren durch Schnapsbrennen und seit 20 Jahren durch das gewerblich. Wir haben eine Verschlussbrennerei. Vorher habe ich genauso wie viele andere bei uns im Tal eine Abfindungsbrennerei gehabt. Aber in Abfindung darfst du nur dein eigenes Obst verwerten, da darfst du nichts zukaufen. Und dann haben wir immer Verschlussrennerei gebaut und mit dem Verschluss darf ich das Obst kaufen und verarbeiten, weil es eben über die Uhr versteuert wird dann. Wir haben jetzt noch ungefähr 5.800 Kilo, was jetzt
noch verarbeitet werden. Ja, da haben wir jetzt die Passiermaschine, wo eben die Früchte vom Unrot getrennt werden. Man sieht so da die Stingel, die Kerne, was aus der Frucht entfernt werden. Und da der reine Saft geht dann über die Pumpe dann in den Tank. Ja, da kann man die pumpt man in den Tank. Da haben wir jetzt zwei Tanks mit je 10.000 Liter. Der erste Tank, der gärt schon, der zweite ist jetzt beim Füllen. Fängt dann wahrscheinlich heute Abend oder morgen dann zum Gären an. Und auf der anderen Seite haben wir noch zwei Tanks. Da ist der eine größere Tank mit 14.000 Liter. Da ist derzeit noch Marille drin, die ich gerade jetzt destillieren da, brennen da. Und oben in den kleinen Tank, da sind 3.000 Liter, da sind Birnen drinnen, die warten aufs Brennen. Die sind schon vergoren. Ja, das werden dann im Intervall von 2 Stunden, dann habe ich 150 Liter in die Brennerei gepumpt. Und ein Brennvorgang dauert dann ungefähr 2 Stunden. Der Brennvorgang ist derzeit schon automatisiert, also diese 2 Stunden laufen schon automatisch ab, in den Rhythmus, wie es ich im Programm festlege. Wenn der Umbau der Brennerei dann fertig ist, dann wird es dann so, dann muss ich dann einen Brand machen, wo ich eben einteile, wie viel Vorlauf, wie viel Feinbrand, von Alkoholgehalt, von Feinbrand, was ich brennen möchte und wann dann der Vorgang zu Ende ist. Und der Vorgang wird dann 9-mal wiederholt. Das heißt, ein Tagespensum von 24 Stunden ist da mitgegeben. Die Maische wird bei 150 Liter in den Kessel gepumpt. Dann wird es erwärmt, das dauert ungefähr 1 Stunde. Dann fängt es an zu verdampfen, zu destillieren. Der Dampf steigt auf, das ist bei 78 Grad, geht dann eben oben durch den Helm und anschließend durch die Kolonne, wo nochmal destilliert wird. Also wir haben 4 Böden und können das 4-mal wiederholen. Und dann kommt da schon der fertige Feinbrand raus. Dann bei einer Erwärmung ca. von 78 Grad geht es über in Dampf. Und da ist zuerst dann der Vorlauf, was entfernt wird. Das sind ca. je nach Maische und wir haben Obstsorte verschieden. Bei den Liter bis 1,5 Liter, das können aber bis zu 3 Liter auch sein. Und das muss man weggeben. Da sind die giftigen Stoffe drin, wie Butanol, Ethanol, Methanol. Das gehört weg, das muss man entfernen. Und dann kommt der Feinbrand. Der Feinbrand ist dann das Hauptprodukt. Es kommt dann hinten noch ein bisschen Nachlauf. Wir verwenden den Nachlauf nicht, also wir brechen vor dem Nachlauf, brechen wir dann ab. Ja, es ist jetzt so, dass zum Beispiel, dass jetzt der Brennvorgang beginnt beim Vorlauf, da habe ich ungefähr 88-89% Alkoholgehalt. Und dann, bis ich die 1,5 Liter weg habe, verliere ich vielleicht 1%. Also bin dann bei 87% und dann brenne ich runter bis 60%. Und ab 60%, unter 60% ist für mich Nachlauf. Ja, also ich höre bei 60% auf und bricht es ab. Und das ist eben, da sollte man sich Zeit lassen, da sollte man nicht zu schnell arbeiten. Viele machen eben den Fehler, dass sie es eben nach dem Brennen gleich übersetzen auf Trinkstärke und dann gleich in Verkauf geben. Und dann ist er eben, er brennt dann, er kratzt im Hals, er ist nicht angenehm zu trinken. Und das braucht Zeit. Ein guter Schnaps oder ein guter Whisky, alle diese Dinge, die brauchen Zeit, muss man Zeit lassen. Und je länger das Produkt dann liegt, desto besser wird es dann. Unsere Brennanlage wird eben über Computer gesteuert. Früher war es so, dass sie auf ganze Wochenenden und Abende verbracht haben, um die Brennerei zu bedienen. Das heißt, hauen auf, hauen zu, mehr Temperatur, weniger Temperatur. Das macht für mich jetzt ein Computer. Es wird vorprogrammiert. Ich kann dann eingeben. Es wird nicht mehr über die Temperatur gesteuert, sondern über die Durchflussmenge. Und da gebe ich ein, wie viel Brände das ich machen will in Serie und auch wie die Durchflussmenge und wie viel Vorlauf das abgeschieden wird, von wie viel Prozent bis wie viel Prozent der Feinbrand gemacht wird. Wird alles vom Computer aus gesteuert. Sollte irgendwo eine Störung auftreten, meldet sich der Computer bei mir am Telefon, dann kann ich vor Ort gehen und das Ganze wieder in Ordnung bringen. Ja, wir bauen die Brennblase, das Herzstück der Brennerei.
Über den Computer füllt sich die Anlage mit 150 Liter Maische, erhitzt das Ganze, geht dann in Dampf über. Der Dampf wird durch Eigendruck herübergedrückt und wird dann hier wieder verdampft und wieder verdampft und wieder verdampft. Das heißt, ich mache in einem Brenngang 4 Destillate, 4-mal destillieren, und der Dampf, destillierte Dampf geht dann oben durch den Deflegmator, durch die Kupferplatten durch. Die Kupferplatte bindet Schwefelsäure und Blausäure, was wir nicht drin haben wollen. Und dann der reine Dampf geht dann rüber auf die Kolonne, wird dann abgekühlt, und wenn ich Dampf abkühle, wird es wieder flüssig. Nach dem Brennvorgang, wenn das fertig destilliert ist, entleert sich die Blase, wird dann automatisch gereinigt, gespült, und der Brennvorgang beginnt von vorne. Ein Brennvorgang dauert ca. 2,5 Stunden. Das ist etwas länger als normal, weil wir unter Vakuum brennen. Es ist eine vakuumgesteuerte Anlage. Das hat den Vorteil, dass ich weniger Temperatur brauche, aber dafür mehr Aroma herauskommt. Hier ist eben die Kühlung und die Vorlage. Wie gesagt, wenn Dampf abgekühlt wird, wird er wieder flüssig, geht dann runter. Was ich beim Computer einprogrammiert habe, so viel Vorlauf wird weggenommen, in dem Fall bei 150 Liter 1,5 Liter. Dann danach schaltet er sich um auf den Feinbrand. Der Feinbrand wird von Ausgangsprodukt von 89 Volumensprozent bis auf 60% heruntergebrannt, geht dann über die Uhr, wo die Litermenge und Alkoholgehalt festgestellt wird oder festgehalten wird. Der wird einmal im Monat, kommt vom Zoll ein Herr, überprüft das, und nach dieser Überprüfung, nur nach diese Liter und Alkoholgehalt, müssen wir dann Steuern bezahlen. Der Feinbrand kommt dann in den Tank, wird dann nach 6 Monaten Lagerung mit reinem Quellwasser auf Trinkstärke heruntergesetzt, sprich ca. 40 Volumensprozent, muss dann nochmal 2 Monate lagern, und dann kommt er erst ab in die Flasche. Der Vorlauf, was vorher weggenommen wurde, ist ein Abfallprodukt und wird dann entsorgt. Es ist eben so, dass beginnend jetzt Ende Juni, Anfang Juli mit Kirschen und Weichseln, dann über die Sommermonate eben kommt verschiedenes frisches Obst, im August dann die Marillen, ist ein großer Punkt, und dann im September der Williams, das zieht sich dann bis Ende Oktober hin, die Williamsbeeren, weil es da eine große Menge ist. Weiter sehen, nach dem Williamsbeeren, praktisch in den Winter hinein, machen wir die Beerenfrüchte, sprich jetzt einmal anfangen, Vogelbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Holunderbeeren, und das ist, bekomme ich alles tiefgefroren, Tiefkühlware, ist sauber und kann man im Winter dann ohne weiteres machen. Anschließend in der Brennerei haben wir jetzt einen Verkostungsraum und Verkaufsraum, wo jederzeit gerne Gäste begrüßt werden und die Möglichkeit haben, ein paar Schnäpse oder Brände oder Liköre zu verkosten und dann eventuell auch zu kaufen. Unseren
Bränden, also der Edelbrand, wird das Destillat, fertige Destillat, nach 5 Monaten genommen, wird dann mit Wasser auf Trinkstärke runtergesetzt und bleibt dann wieder nach 2 Monaten gelagert und kommt dann auf die Flasche. Das sind die fertigen Edelbrände, das reine Destillat. Dann haben wir in einer weiteren Folge, wird das reine Destillat dann genommen und kommt 24 bis 36 Monate in ein Holzfass und das nennen wir dann große Reserve. Da ist die Farbe, sie kommt vom Holz und auch ein bisschen in die Milde und in der Vanilleton vom Holz. Dann wird ein Teil von dieser Edelbrände wird dann genommen, wird dann mit Alkohol und Wasser gestreckt, also verlängert, hat dann dadurch weniger Alkohol, ist milder zum Trinken, das sind unsere Schnäpse. Wieder einen anderen Teil von diesen, nehmen wir auch wieder einen Edelbrand. Die haben wir hier, nennen wir die alten Schnäpse. Da wird dann der Edelbrand genommen, dann kommt die gleiche Sorte Dörrobst dazu für 8 Wochen. Nach 8-wöchiger Lagerung, also quasi Auslaufen des Dörrobstes, wird dann das abgefiltert und dann kommen sie 18 Monate in Holzfass. Wieder die Farbe vom Holz und die Süße, die sind leicht süßlich, die Süße kommt vom Dörrobst. Es ist kein Zucker drinnen, sondern nur vom Dörrobst. Und da haben wir gesagt, haben wir unsere Edelbrände. Insgesamt gibt es 48 verschiedene Edelbrände, wobei eben ein richtig typischer bei uns ist der Rote Williams. Oder die Marille, also der Machauer Marille, Marillenbrand. Natürlich auch ein paar Exoten dabei, wie einen Nougat Orange oder einen Choco Kirsch. Da wird ein Orangen- und Blutorangenbrand genommen und mit Kakaobrand veredelt. Und das gleiche ist ein Kirschbrand mit Kakaobrand veredelt, nennen wir eben Choco Kirsch oder Nougat. Also es ist so, vom Brennen selber, der Brennvorgang selber ist immer der gleiche. Es ist natürlich die Einstellung dementsprechend zu machen, weil eben der Alkohol- und der Zuckergehalt verschieden ist. Was schwieriger ist, ist beim Einmaschen. Beim Einmaschen muss man, und da ist sicher das Schwierigste ein Preiselbeerbrand, weil Preiselbeer hat viel Ascorbinsäure. Das, was man normal zum Pasteurisieren hernimmt, ist natürlich sehr schwer, dass man es zum Destillieren bringt, Vergären bringt. Außerdem, die werden geraspelt und geröstet und dann werden sie, da liegt die Kunst im Rösten. Wenn man zu viel röstet, ist es bitter, aber wenn man zu wenig röstet, hat es keinen Geschmack. Also da muss man schön den Mittelweg finden und dann eben mit Alkohol ansetzen, weil sie ja nicht von selber nicht vergären und dann wird der Ansatz wird dann gebrannt. Das ergibt uns das die Enzianwurzeln, weil die Enzianwurzeln, die bekommen wir aus dem Montafon, sprich Silvaltergebiet. Sind ja unter Artenschutz und da gibt es aber so Ausnahmeregelungen von der, aus dem Maria Theresienrecht, also Maria Theresienzeit, dass alle 3 Jahre was geerntet werden darf. Das nimmt man aber nicht den blauen Enzian, wie auf der Etikette abgebildet, sondern man nimmt den gelben und rot gefleckten Enzian. Das sind große Pflanzen, die werden 1,50 Meter, 1,80 Meter groß und die Wurzeln sind 15 Meter lang und so armdick. Aber was da sehr wichtig ist, ist das Putzen, das Reinigen. Die Wurzeln sind in der Erde und auch in der Wurzel ist Erde vorhanden, also es muss sehr sauber gearbeitet werden, sauber gereinigt werden. Die Erde ist bitter und den bitteren Geschmack wollen wir nicht haben. Hier befinden wir uns in unserer Vinothek. Wir vertreiben in unserem Betrieb insgesamt 2400 Weine aus der ganzen Welt. 60% davon ungefähr österreichische Weine. Und meine Söhne sind die Sommeliers, meine Söhne und eine Schwiegertochter. Die können sie gerne beraten, beraten auch die Gastronomie. Und wir sind sehr froh, wenn Sie unsere Vinothek besuchen und sich was finden.